Ihr wisst jetzt Bescheid, worauf ihr aufpassen müsst, wenn ihr den Staubsauger bedient, wenn ihr euch Zitronen kauft oder wenn ihr einen Wasserkocher austrocknen wollt. Hey ho, Minecraft-Freunde, willkommen zur nächsten Runde von Minecraft Rage Mode. Es geht wieder mal los, da oben steht auch schon der erste, den wir uns hier wegholen. Wir haben eine gute Startposition, möchte ich mal meinen. Übrigens, gerade so mein Energielevel ist gerade so, so vollgefressen, sag ich mal. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch beim Mittagessen, Abendbrotessen, wie auch immer, ist da eigentlich völlig egal, einfach so richtig über... Oh, der wollte gerade die Axt werfen. Wenn ihr einfach mal so richtig zugeschlagen habt und ihr einfach danach schon wieder so noch eine halbe Stunde bereut, dass ihr das getan habt, weil ihr wisst, dass euch das irgendwie Energie zieht, so geht's mir irgendwie gerade. Also, ich, keine Ahnung, es fehlt mir so ein wenig Energie gerade. Also am liebsten würde ich mich gerade so schlafen legen oder so. Aber ich weiß, dass das auch keine gute Idee ist. Aber ja, dachte ich mir, komm, erzähle ich euch das einfach mal und bekomme vielleicht durch die Aufnahme wieder ein bisschen mehr Energie. Kann ja nicht wahr sein, dass ich jetzt hier schon... Wir haben gerade mitten am Nachmittag... Au! Hey, guckt euch mal an, wie die Axt da gerade... Das war nicht der mich eben getötet hat. Bam! Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Völlig egal. Ich habe übrigens noch eine Geschichte hier aus der Wohnung. Ich habe ja vor einigen Tagen euch erzählt, dass mit der Zitrone und meinem Kumpel und da die Story ganz gut bei euch ankam, dachte ich mir, erzähle ich euch mal die nächste Geschichte hier aus der Wohnung. Nämlich die mit dem Staubsaugen. Der Gomme ist ja ein ganz ordentlicher, nicht? Wie man an meinem Desktop erkennen kann, ja? Ich hatte ja schon mal auf Twitter ein Bild gepostet, wie mein Desktop aussieht, also komplett zugemüllt. Meine Dateinamen sind so einfach auf die Tastatur raufgekloppt und fertig und Enter gedrückt. Also nicht gerade das Beste oder das Ordentlichste, aber ich habe mir halt doch mal gesagt, hier so in der Wohnung, jo, ich sollte mal wieder natürlich auch staubsaugen. Gar kein Ding. Also hole ich den Staubsauger heraus. Ach Mist. Und wollte einfach mal drauf lossaugen. Also, Flurbereich so ein bisschen gesaugt, alles klar. Wohnzimmer gesaugt, alles klar. Oh! Den schön weggenutzt. Boots! Und da haben wir einen Rachekill bekommen. Sehr schön. Und dann kam ich zur Küche. Kleine Vorgeschichte zur Küche. Die Küche, also die Wohnung gibt es schon seit Jahrzehnten, so sage ich mal. Ne? Die wurde zwar zwischenzeitlich mal renoviert oder so, aber die Küche hat jetzt nicht so große Renovierungsarbeiten erfahren. Die ist noch relativ, ist eigentlich noch auf dem Stand der 70er, sage ich mal. Also so noch mit Fliesen an der Wand und auch auf dem, Boden und... Naja, ist halt noch ein wenig. Ich finde es jetzt nicht schlimmer. Also ich finde das auch mit dem Holz da hier und da gar nicht, eigentlich ganz schick. Die Fliesen sind jetzt nicht 100% nach meinem Geschmack, aber kann man nichts machen. Aber es geht mir eigentlich nur um die Fußbodenfliesen. Das sind so ganz kleine so. Ich würde mal sagen 4 cm mal 4 cm, ne? Und, ich kann mir eigentlich hier Speed holen. Und ich habe dann da so Staub gesaugt und wundere mich so die ganze Zeit, warum klötert das dann hier so sehr? Warum klötert das? Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Staub gesaugt habt und dabei vielleicht so ein Centstück oder irgendwie einen Gegenstand eingesaugt habt, dann klötert das ja so richtig laut im Schlauch, ne? Das Geräusch kennt man ja eigentlich. Und das kam halt bei der Küche so die ganze Zeit und ich wundere mich so, meine Güte, was lag denn hier rum? Zum Glück habe ich jetzt einfach endlich mal den Staubsauger angeschmissen, ne? Sonst würde ja der ganze Dreck hier noch Ewigkeiten bei mir in der Küche liegen. Zum Glück mache ich jetzt endlich mal was dagegen. Ja, boah, wie schnell ging das denn gerade hier vorbei mit der Geschwindigkeit? Das ging mir mal viel zu schnell vorbei. Hä? Und der hat noch seinen Spawnschutz. Du Sack. Und das klötert und klötert die ganze Zeit. Und ich fand das Geräusch eigentlich ganz schön, also mache ich weiter. Wunder mich, aber ich mache weiter. Und noch weiter. Und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr, weil einfach die Zeit rumging und einfach nichts passierte und das Klötern nicht aufhörte. Dann hatte ich so die Vermutung, okay, das ist wohl irgendwas im Schlauch oder so, was da hängen geblieben ist oder keine Ahnung was. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein Fehler oder so, ne? Gut, mache ich weiter und höre dann halt auf nach einer bestimmten Zeit. Gut, und ich brauche nur noch einen Kill. Und dann fällt mir so auf... Aber ne, warte, kurz. Ich muss trotzdem mich konzentrieren. Ich möchte jetzt nicht noch abgeworfen werden. Ich hole das Ding mal eben safe nach Hause. Oh.
Oh, und damit haben wir gewonnen. Schön, eine Speed-Axt. Sehr schön. Und dann habe ich irgendwann, wie gesagt, aufgehört mit Staubsaugen, obwohl das Klöter noch da war, weil ich dachte, das liegt irgendwie am Schlauch. Gut, also habe ich dann weitergemacht im restlichen Wohnbereich und war dann irgendwann fertig, packe ich den so weg. Gut, dann verging so der Tag. Am Abend wollte ich mir dann in der Küche schön etwas zubereiten. Dann merke ich so, oder höre ich erstmal nur so Geräusche. So knirschende Geräusche. Und ich wundere mich, woher kommen diese knirschenden Geräusche? Und dann habe ich relativ... Oh, da hat er auch gerade einen guten Double Kill gemacht. Und dann habe ich relativ schnell bemerkt, hey, das kommt durch mich. Das kommt durch meinen Stand. Denn wenn ich so ein wenig mein Gewicht verlagert habe, war das Geräusch auch dementsprechend anders. Das war halt so ein richtiges Knirschen. Und dann habe ich auch relativ schnell ausfindig gemacht, woher das kam, nämlich vom Fußboden. Und zwar habe ich da die Fugen... Die Fugen aus den 70er Jahren, die schon vielleicht ein bisschen lockerer waren, mit dem Staubsauger da rausgesaugt, aus den Fliesen, also neben den Fliesen da rausgesaugt halt. Ne? Und dann stand ich so auf diesen Fliesen drauf und die haben halt ein bisschen gewackelt und dadurch kam dieses Knirschgeräusch da drauf. Und jetzt weiß ich auch, warum das die ganze Zeit nicht aufgehört hat mit Klötern. Ich habe jetzt nicht alle Fugen rausgesaugt, aber schon viele. Okay, und das ist der Stand der Dinge. Und dazu sage ich nur, like, komme. Also was mir hier so passiert, da kann ich euch auch gleich noch eine... Oh Gott, gleich noch eine Story raushauen. Komm in der Küche, sage ich nur. Also das ist schon mal die erste Geschichte. Ich musste nochmal ein paar Fliesen jetzt nachlegen. Also, keine Ahnung, Beton oder so holen und dann da eine Schweinerei in der Küche anrichten. Das war schon wieder eine richtig gute Aktion von mir, auf jeden Fall. Was ich nicht alles hinbekomme. Da nehme ich mal den Staubsauger in die Hand mit den besten Absichten und dann passiert mir direkt sowas. Naja, gut. Da ist das dann halt so und der Gomme macht halt sowas. Und na gut, also nächste Geschichte, die ich euch nennen kann, ist mir auch, sag ich mal, vor 2 Wochen passiert. Nämlich wollte ich gerne, ich habe einen Wasserkocher, der ist aus Glas und ach Mensch. Und den wollte ich freikochen, weil da war noch so ein ganz bisschen Wasser drin und ich fand, das sah auf der einen Seite nicht cool aus, wenn da so ein wenig Wasser drin ist und ich wollte auch einfach Verkalken irgendwie verhindern, damit das noch relativ lange schön bleibt, ja? Was? Der hat mich abgeworfen mit Axt. Und naja, Verkalken ist halt, also so ein Kalk im Wasserkocher, das ist nicht cool. Und aus dem Grund dachte ich mir, hey, diesen kleinen Rest, der da noch drin ist, so vielleicht 100 Milliliter oder so, den koche ich doch einfach raus. Das ist doch die beste Lösung. Einfach anschalten und freikochen. Denn Wasser verdampft und zurück bleibt dann ein schön trockener Wasserkocher. Das war mein Plan. Oh, du schon wieder. Alter, der tarnt sich hier aber auch mit seinem Steineskin wie sonst was, ne? Das ist echt unfassbar. Das macht aber gut. Ich brauche auch so ein Steineskin. Das ist der Trick, glaube ich, hier in Rage Mode. Leider fühle ich gerade nicht, weil ich schon mal mit der Axt getroffen wurde. Bam, Frozen müssen wir kriegen. Boots, da hinten ist wieder Mr. Stein. Alter, seht ihr, den kann man kaum erkennen, ne? Den kann man kaum erkennen. Das ist echt voll der gute Rage-Mode-Tipp hier. Wow. Wartet mal. Boots. Hier ist bestimmt wieder Mr. Stein. Ne, ein anderer. Boah, wer war das? War es Frozen? Ne, war er nicht. Das war nicht Frozen. Oh, ich hab doch noch die Axt geworfen. Naja, und dann ist mir leider dieser Wasserkocher auseinandergeflogen. Also die Glasscheibe ist aufgeplatzt. Zum Glück stand ich da nicht direkt neben. Nicht, dass ich noch irgendwie heißes... Aber nee, das Wasser war schon, glaube ich, raus. Das war halt dann nur so, weil ich halt den freigekocht habe. Und als das Wasser dann raus war und der halt noch weiter erhitzt hat, war halt für die Scheibe wohl keine Abkühlung mehr da. Und zack, platzt mir diese Scheibe auseinander und der Wasserkocher ist kaputt nach vielleicht überhaupt 3 Wochen. Länger hatte ich den noch nicht. Den hatte ich mir extra für die Wohnung nachgekauft. Naja gut, so ist das halt. Komm in der Küche, saugt die Fuge raus, zersprengt den Wasserkocher. Und ja, ich würde mal sagen, läuft. Läuft, läuft, läuft. Oder auch nicht. Oh, wartet mal. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Hä? Ich habe noch nie einen Airstrike bedient. Wartet, wartet, wartet. Hä? Nein, jetzt habe ich voll viele... Sachen, glaube ich, voll viele Punkte dafür geopfert. Ich wollte dir nicht den Airstrike nehmen, ich wollte Geschwindigkeit. Denn wenn hier etwas bockt auf dieser Karte, dann Geschwindigkeit. Weil hier alles so schön verwinkelt ist und so weiter. Und so klein. Oh, Mr. Stein, ne? Dieser Steinmann, der... Ist das Frozen? Ich glaube schon, oder?
Ist das Frozen? Nee, das ist er gar nicht. Da, nein! Oh, zum Glück habe ich ihn noch bekommen. Okay. So, jetzt habe ich irgendwie schon drei Küchenstories rausgehauen. Zitrone, Fugen, Wasserkocher. Ja, läuft. Fällt mir gerade noch eine Geschichte ein. Nee, ich glaube, das war es dann auch erstmal so, dass es mir so Like a Gomme-mäßig in den letzten Wochen da passiert. Jawohl! Endlich habe ich den bekommen. Und jetzt hole ich mir Geschwindigkeit. So. Geschwindigkeit. So, kommt schon, kommt. Weißt du, ich lobe das hier noch voll für die Karte. Und finde jetzt hier einen einzigen. Tschüss. Jawohl. Au, 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 war es Frozen? Nee. Nee, Franz heißt er auch. Warum sage ich Frozen immer? Ich lese da die ganze Zeit Frozen. Das war... Oh! Jetzt hat er... Guck mal. Ah, Mist. Okay, das Ding jetzt noch rumzureißen, das ist schwierig. Das geht nur, wenn wir hier diesen Franz abwerfen. Ich weiß leider nicht, wie dieser... Wie... Oh nee, war es Franz? Das war Franz. Ich weiß jetzt, wie sein Skin aussieht. Und da gewinnt er. Nein! Ah, aber gut, wir haben die erste Runde heute gewonnen. Das ist doch die Hauptsache. Freunde, ich hoffe mal, euch haben die Runden gefallen. Wenn dem so sei, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Aua, hier die Pfeile stecken mir überall noch im Körper. Oh, wo steckt der? Wartet mal. Eieiei, der da unten, der Pfeil, der tut auch besonders weh. Gut. Dritter Platz ist ja auch was. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr wisst jetzt Bescheid, worauf ihr aufpassen müsst, wenn ihr den Staubsauger bedient, wenn ihr euch Zitronen kauft oder wenn ihr einen Wasserkocher austrocknen wollt oder zerstören wollt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Freunde, eine Bewertung würde mich freuen. Haut rein und tschö mit Ö.